Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 und dem Beagle. So, Geralt ist schon richtig sauer auf mich gewesen. Scheiße! Jetzt! Nein! Gemeinsam. Nein! Au! Benehmt euch! Benehmt euch! Ja, benehmt euch! Aber es tut mir leid! Ich habe aus Versehen auf den Knopf gedrückt! Scheiße! Sag mal, wann bricht dieses Schild? Habt ihr irgendwas für mich dabei oder seid ihr gänzlich? Deinesgleichen steckt einen an mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Aus dem Weg! Wo kommst du denn auf einmal her? Ich hab den jetzt Leute, was soll ich sagen? Ich hab halt schon ewig nicht mehr The Witcher gespielt. Krieger, erfreut euch am Anblick des Basilisken, des Königs der Schlangen. Einen interessanten Basilisken hast du da. Klar ist er interessant. Sowas bekommt man hier nicht zu sehen. Die schlüpfen nur in den Einöden Sirikaniens. Aus Eiern, die von Hähnen gelegt wurden. Dieser Basilisk ist interessant, weil er genauso wie ein Hyvern aussieht, wenn er jung ist und nicht gut genährt. Du sprichst wirres Zeug, Herr. Das hier ist der echteste aller Basilisken. Der echteste aller Basilisken. Richtig, was weiß ich schon. Ich bin ja nur ein Hexer. Moment mal. Wenn das ein Hyvern ist und kein Basilisk, wofür habe ich dann bezahlt? Gib mir mein Geld zurück, Betrüger. Tapfere Soldaten, nicht drängeln sonst. Vorsicht! Mir bleibt keine Wahl. Jetzt! Gemeinsam! Oh. Er ist ein schneller Teufel! Will ich das Tier gar nicht töten, oder wie? Der Hundesohn ist ein Hexer. Der Hundesohn ist ein Hexer, sagen sie. Sag mal, Geralt, zieh doch dein Schwert. Au, zieh doch dein Schwert, du Idiot! Na, Leute, warum zieht er sein Schwert nicht? Nein! Steck die Waffe weg. Okay. Steck das Schwert weg. Ja. Es sieht so aus, als wäre der Käfig genauso falsch gewesen wie der Basilisk. Es tut mir jetzt leid. Hätte ich das arme Tier auch irgendwie retten können? Lang lebe Radovid. Streitlustig, wie? Ich bin nicht streitlustig. Sag mal, was wollen die eigentlich alle von mir? Unterstellen mir Streitlustigkeit und sowas. Ach, du bist ja wieder am Leben. Macht ja gar nichts, dich umzubringen. Cool. Blitze, auf! Hey! Der Mann, den wir treffen wollen, wartet sich ja schon. Lang lebe Radovid! Du bist mein Ziel? Bereit? Hallo? Der Kontakt wartet beim Schachclub. Bringen wir es hinter uns. Dein Kontakt. Wer ist das? Schlüpfriger Kerl. Wären die Umstände anders, hätte ich nichts mit ihm zu tun. Heißt das, dass du ihm nicht vertraust? Ich vertraue niemandem. Auch dir nicht. Ach so. Na dann. Gehen wir. Binde Junior. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Hurensohn Junior. Übrigens, Geralt war sehr enttäuscht von mir, dass ich in die Welt von Spider-Man eingetaucht bin und nicht mehr losgekommen bin. Er hat gesagt, wo bleibt deine ganze Liebe an mich? Hier ist sie, Geralt. Hier ist meine Liebe. Irgendetwas stimmt nicht. Ach. Wenn die da sind, sowieso. Dann lass es uns rausfinden. Der hat eine Krone auf. Ist der wichtig? Ich glaube, der hat nicht verstanden, worum das bei dem Spiel geht. Schach. Matt. Es heißt, Schach sei das Spiel der Könige.
dass es einem strategisches Denken lehre. Dich nicht. Was für ein Schwachsinn! Beide Seiten spielen mit gleichen Figuren. Die Regeln sind dieselben. Was hat das mit dem echten Leben zu tun? Hexer, weißt du, warum ich Schach spiele? Weil du ein Idiot bist? Um zu üben? Um euer Denken zu verfeinern? Nein. Ich spiele Schach, um das Geheimnis des Spiels zu lüften. Ich wusste, du bist ein Vollidiot. Ich wusste es. Blut fließt durch die Adern dieser Schachfiguren. Man muss nur hinhören, dann hört man es. Tadam, tadam, tadam. Ein Herz voller Leben. Ich schlage einen Bauern und höre, wie ein Leben erlischt. Ich gewinne eine Figur und höre ihre Schreie. Also guck mal, sogar unser Begleiter guckt gerade ein bisschen so. Die Wahrheit aus ihnen herausquetschen. Verstehst du, was ich meine? Soll ich den jetzt besser mal anlügen? Ich meine, der ist ziemlich cranky, ne? Der ist ziemlich crank im Kopf. Wenn ich jetzt wieder sage, nein, ich verstehe das nicht, dann setze ich einen 50er da drauf, dass das eskaliert. Und dann heißt es hier wieder beim Beagle, that escalated quickly. Aber eigentlich habe ich beigebracht bekommen, man soll nicht lügen, ja? Ene, mene, mu und raus bist du. Tja, Leute, das Ene, mene, mu hat entschieden. Nein, ich verstehe es nicht. Nein, ich verstehe es nicht. Du verstehst es nicht, weil du kein König bist. Bauern sehen nur die Kameraden an ihrer Seite. Ich würde dir gerne mein Schwert in den Arsch rammen. Auf dem Feld gegenüber. Ein König sieht das Schachbrett anders. Seine größten Feinde umgeben ihn. Die eigenen Figuren können ihn einsperren. Und das bedeutet Schach und Tod. Weißt du, Hexer, Schach ist die Kunst, die eigenen Figuren zu opfern. Verstehst du es jetzt? Ja, ich verstehe es. Ich glaube, jetzt verstehe ich's. Unwichtig. Reden wir. Warum hast du den Hexer hergebracht? Das kann er euch am besten selbst erklären. Wer bist du überhaupt? Nur weil du eine Krone trägst? Ich hatte einen redanischen Spion erwartet. Ich wusste nicht, dass wir einen König treffen. Du bist ernsthaft der redanische König? Wenn man auf Zwischenmänner verzichten kann, sollte man es meiner Meinung nach tun. Okay. Das arme Land. Der ist König. Der ist, Leute, der Schwachkopf ist König. Ui. Ich suche Cyprian Willi, Hurensohn Junior. Ich weiß, dass Redanian ihn unterstützt. Warum suchst du ihn? Das ist eine persönliche Angelegenheit. Na schön. Ich frage nicht weiter. Das ist nett. Ich habe Junior in einem Anwesen in Ochsenfurt untergebracht. Nur wenige wissen davon. Und du erzählst mir das warum? Sie werden dich nicht ohne Ankündigung reinlassen. Also musst du ihnen sagen, dass du wegen der neuen Huren kommst. Junior verlangt ständig nach neuen Frauen. Er soll sie schlecht behandeln. Ich weiß diese Geste zu schätzen, Eure Majestät. Ein König sollte seinen Feinden gegenüber streng und seinen Freunden gegenüber großzügig sein. Das habe ich gedacht. Dafür erwarte ich einen Gefallen. Und Junior hat seinen Nutzen verloren. Die großen Vier gibt es nicht mehr. Ich werde zu gegebener Zeit an dich herantreten. Ich hab's befürchtet. Geh jetzt. Und du, Roche, wir unterhalten uns ein andermal. Was ist denn das für ein super seltsamer König? Oh wei. Radovid versinkt scheinbar immer tiefer in seinem Wahnsinn. Ich weiß jetzt, wo ich Junior finde. Alles andere ist mir egal. Geralt, mir fällt ein, dass ich dich auch um einen Gefallen bitten möchte. Ist das? Ich habe ein großes Problem mit Vess. Ich brauche jemanden, der sie zur Vernunft bringt. Komm zu mir ins Lager.
Dann erzähle ich dir mehr. Lass mich drüber nachdenken. Bis dann, Roche. Ich möchte jetzt erstmal endlich Hurensohn Junior finden, ja? Wieder ein Tag im Arsch. Was willst du von mir? Hast du ein Problem mit mir? Hast du ein Problem mit mir? Willst du was von mir? Okay, er will nichts von mir. Muss ich denn hin? 100. Da ist eine Gans. Guckst du, hast die Gans gestohlen. Nein, ich hab noch alle beisammen. Keine Sorge. Okay. Ich brauch doch wohl jetzt nicht Plätze extra dafür, oder? Ich meine, es sind nur 143 Schritte. Unser Stadthaus. Hilfe. Rette mich. Weißt du, was man über deinesgleichen hätte Roche nicht gesagt, dass der einfach völlig irre ist, wäre ich natürlich nie drauf gekommen, ne? Der König da, ne? Als der mit seiner Metapher von Schachfiguren anfängt, war mir klar, dass der irgendwie da oben nicht mehr alle beisammen hat. Jo, ich habe Wachen von euch getötet und euch interessiert's nicht. Die Huren gehen immer nur rein. Keine einzige ist rausgekommen. Oh je. Hi. Was willst du? Dich umbringen. Wo ist Hurensohn Junior? Oh Mann, schwer von Begriff, was? Ich kenn dich, du Dreckschwein. Du hast Olgard und Vic umgebracht. Das kann gut sein. Oh, das muss ein Missverständnis sein. Holen wir uns den Bastard. Ach komm, ist okay. Wo ist er denn? Von hinten an. Du hast nur Unterhosen an. Ich kann dich nicht ernst nehmen. Mann. Ist reingekommen. Hi. Na, wie geht's? Ja. Versuch's doch, du Schwanz! Hat er gerade. Du hast mich gerade Schwanz genannt? Ernsthaft? Ist es wirklich dein Ernst? Also, wenn du keine Hosen an hast, solltest du wirklich die Schnauze halten. Meine Fräse, nee. Hast du schon die Hose voll? Oh, nein, hab ich nicht. Warum? Ich hab wenigstens eine Hose an, also. Jetzt gehe ich erstmal looten. Ich habe ja hier schon einiges umgebracht. Hier war doch Loot, oder? Bin ich jetzt doof? Da unten ist Loot. Ey, Uhrensohn Junior. Uhrensohn. Uhrensohn. Der Uhrensohn, Leute. Ich habe nur noch zwei Schwalbe, fällt mir gerade auf. Da darf ich mich nicht so oft treffen lassen. Na gut. Au. Nimm Schwalbe. Warum haben die. Ist Hurensohn Junior so geizig, dass der nicht mal den Hosen gönnt? Aber Seide bei sich tragen, ist klar. Oh, ups, ich wollte die Leiche durchsuchen, nicht. Da ist noch mehr. Ich haben. Habe ich irgendjemand bei den Blumen umgebracht oder wie? Leute, irgendwo hier ist Loot. Ah, Fisch. Fisch! Ich will mich hier anständig umgucken. Ich meine. Leder? Leder? Biegesdiebel ist wieder unter. Diebesbiegel ist wieder unterwegs. Ist elementar wichtig. Wo kommen wir denn dahin, wenn ich auf einmal aufhöre zu klauen? Übrigens ist mir was Lustiges aufgefallen. Ich gucke im Moment ja sehr viel The Good Doctor. Und da ist ein dunkelhäutiger Doktor bei. Dr. Andrews heißt es. Der hat exakt die gleiche Stimme wie Geralt aus dem Spiel. Und bis ich das erkannt habe, weil der komplett anders spricht, das war schon faszinierend. Ah! Nein, reißt euch zusammen, Jungs! Zieh doch deine Waffe. Geralt, zieh bitte. Geralt, zieh deine Waffe. Au, warum ziehst du nicht deine Waffe? Die haben doch auch ihre Waffe gezogen. Geralt! Geralt! Du riechst wie totes Fleisch, Arschloch! Ach, kannst du jetzt. Danke! Was hat er denn nur manchmal für Probleme damit, sein Schwert zu ziehen? Ich verstehe es nicht. Kann ich hier kurz meditieren oder ist Meditieren nicht so? Warte mal, ich probiere das aus, ob ich ein Stündchen hier.
Ich bin gar nicht eingeblendet. Ich darf ein Stündchen hier meditieren. Das interessiert Hurensohn Junior gar nicht. Ist gut. Wenn sie nicht interessiert, ne? Die Ballade irgendwas. So. Abgeschlossen. Warum will ich eigentlich immer... Ich weiß es einfach nicht, Leute, warum ich hier alles immer abfackeln möchte. Ah, da hinten. Ziegenmilch. Geht da eine Treppe hoch? Da geht eine Treppe hoch. Oh je. Verfluchter Degenerierter. Wenn er Ciri auch nur angefasst hat, wird er dafür bezahlen. Sie wurde an die Wand genagelt. Oh. Leute, das ist eklig. Sie wurde an die Wand genagelt. Das ist ja eklig. Kann ich da durch? Ne, offensichtlich nicht. Jetzt kann ich mich wieder ausblenden. Oh Gott. Du bist wirklich ein Hurensohn. Toll. Das wird Twitch, das wird Miss YouTube 100 pro sperren. Was soll das sein? Verfick nochmal! Ja, genau. Erstmal voll aufs Maul geben. Oh, Scheiße. Ich würde für jede Frau einmal draufschlagen. Hilfe! Verfluch doch mal! Es kommt keiner. Und in die Eier. Los, in die Eier. Halt! Was? Was willst du? Ich muss erst mit dir reden und dann muss ich dich töten. Hallo, Junior. Wir müssen uns unterhalten. Ich mach alles, was du willst. Das ist gut. Dann lebst du vielleicht noch 3 Minuten länger. Hurensohn, ey. Tja, Name passt. Fangen wir mit ein paar Fragen an. Ich werde dir alles sagen. Ich suche eine junge Dame und einen Barden. Und ich weiß, dass du sie getroffen hast. Eine Tussi? Was für eine Scheiße! Aschblondes Haar, Schwert auf dem Rücken, so wie ich. Ja, ja, da gab's so eine. Ich erinnere mich. Pass gut auf. Sag jetzt die Wahrheit. Willst du wissen, wieso? Ich werde nicht lügen. Ehrlich. Aber ich möchte den Finger abschneiden. Ich habe lange gebraucht, um dich zu finden. War nicht leicht. Ich bin wütend und müde. Ich musste eine Menge Leute umbringen. Ein paar haben versucht, mich aufs Kreuz zu legen oder zu lügen. Hat mir nicht gefallen. Wenn ich noch eine Lüge höre, ist das Maß endgültig voll. Dann mache ich etwas, das mir im Nachhinein leid tun wird. Dir die Eier knacken. Ist dir jetzt klar, warum du mich nicht anlügen solltest? Ja! Gut. Sag mir, wie du die aschblonde Frau getroffen hast und was mit ihr passiert ist. Was mit ihr passiert ist? Sie hat mich angegriffen. Zu noch recht. Eine Lüge, dann schneid ich dir die Eier. Gerald und ich sind auf einer Linie. Lass mich raten, du hast gar keine mehr? Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte ihr magisches Fühlerdings reparieren. Dafür sollten das Mädchen und der Sänger mir Sigi Reuvens Schatz besorgen. Das haben sie nicht. Da habe ich vielleicht etwas überreagiert. Was hast du getan? Ich habe mir diesen Dodo geschnappt und gewartet, dass sie ihn holen kommen. Da, das Ding da, das sollte ich reparieren. Ein Phylakterium? Sowas kannst du reparieren? Ich nicht, aber ich kenne jemanden.
Ich gleich auch. Du vergeudest meine Zeit, Junior. Ich will Details wissen. Ich sag's dir ja. Ich sag dir alles. Aber es war nun mal so. Oh, Rückblick. Einige Wochen zuvor. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ritter Sporn! Beruhige dich, Ritter Sporn. Wir können Dudu nicht in Hurensohn Juniors Gewalt zurücklassen, das weißt du. Ich weiß ja, aber erzähl das mal meinem Bauch. So sympathisch mir Dudu auch ist, ich kann's einfach nicht ausblenden. Leute, ich mache hier jetzt einen Cut rein. Ich schwöre euch, dass ich, egal wie es mir möglich ist, Hurensohn Junior in jedem Fall töten werde. Das hat er sich 1A verdient. Ich finde es schön, dass Geralt und ich uns einig sind, dass wir mit den Eiern anfangen müssen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.